Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem Crema FMA Video. Ihr freut euch ja immer, wenn ich diese Videos mache, deshalb starten wir jetzt halt gleich mal rein. So, schaut mal, wir sind jetzt halt gerade hier in der Futterabteilung. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr von Crema schon mal Futter ausprobiert habt. Hier British Mash. Was haben wir hier? Fruchtmash. Sogar in Probepackungen. Schaut mal, finde ich eigentlich ganz praktisch. Dann kann man das erst probieren, wenn das Pferd es mag. Kann man dann sich eine große Packung nehmen. Hier unten ganz viele Lickets. Apple, Banane, Mango. Und was ich halt mega gut finde, Salzleckstein. Schaut mal, das habe ich euch letztes Mal auch schon gezeigt. Ich fand die Verpackung so süß. Da sind nämlich Leckerlis drin. Auch voll süß als Geschenkidee. Und was haben wir hier? Ein Pferdekuchen. Hätte ich mal gebraucht für Fauni, als sie Geburtstag hatte. Wie lustig. Müsst ihr dann echt mit kochendem Wasser aufschütten. Hier steht es drauf, wie man das machen muss. Dann könnt ihr einen Pferdekuchen machen. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin to a foreign place. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Diese Bürste finde ich so cool, gerade eben für die Hufe, um die sauber zu machen. Die finde ich auch praktisch. Ich habe mir schon fast überlegt, da eine mitzunehmen. Die ist ultra weich. Also hier gibt es echt tolle Bürsten, habe ich gesehen. Ich war schon lange nicht mehr in der Bürstenabteilung. Und schaut mal, die erinnert mich voll an Animalon. Weil Animalon hatte diese flexiblen Bürsten, die auch mega praktisch sind, um das Pferd zu bürsten, weil man dann einfach überall hinkommt. Und die ist eben auch so flexibel. Die hat mich da voll daran erinnert. Und dann schaut mal diese Farbe an. Die habe ich, glaube ich, als ich schon mal da war, entdeckt. Die hat mir so gut gefallen, weil die Borsten so feste sind. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Hier gibt es nochmal so einen Massagestriegel. Und die war auch ein bisschen fester. So, wir sind jetzt halt wieder in der Halfterabteilung angekommen und schaut mal, es ist einfach, ich weiß nicht, wie viele Halfter hier hängen, tippt mal, ich sag auf jeden Fall so 1000, wahrscheinlich übertrieben, aber hier hängen auf jeden Fall richtig, richtig viele Halfter, weil wenn man sich hier umdreht, hier hängen auch nochmal Halfter, also wirklich eine Menge und diese hier finde ich auch sowas von schön, auch gerade mit dem Roségold und diese Blümchen. Und dann das Mint, das Gelb und das Rosa. Also ich wüsste nicht, welches ich nehmen würde, die einfach so was von süß finde. Und hier unten, die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und zwar sind es diese filzigen, die dann hier nochmal so wie so eine Art Stoff drüber haben. Und hier auch eben nochmal mit einem Roségold. Da gibt es ja auch den passenden Strick dazu. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Und hier ist dann ein Rainbow. Schaut mal. Hier ist es so mit Regenbogenfarben, finde ich auch voll süß. Aber ich bin halt eher so voll so Mädchen,
Typ. Also diese haben es mir auf jeden Fall angetan. Wo ich euch auch schon mal gesagt habe, dass ich auch unbedingt mal einen Lederhalfter haben möchte für Fauni. Und ich glaube, ich werde mir für meine Eltern, wenn ich einen Weihnachtswunsch habe, ich glaube, das würde ich mir dann zu Weihnachten wünschen. Auch gerade das Geflochtene finde ich auch richtig schön. Gibt es auch noch in so einem Hellbraun. Und wie kosten die eigentlich? 74,90 €. Ah ja, mit Rosé-Schnallen, aber das ist halt dann nicht geflochten, aber auch voll süß hier von Felix Bühler. Gibt es echt eine Menge Halfter. Hier auf der anderen Seite ist natürlich Plüsch-Halfter-Alarm. Hier sind ganz viele Plüsch-Halfter. Ich habe ja auch ein paar, ich finde die auch richtig süß, auch gerade zu ja, zu Weihnachten, wenn Schnee liegt, finde ich die toll. Und schaut mal für die Fohlen oder Shetties, wie niedlich sind die mit diesem Fliegenpilz drauf. Oh Mann, muss ich ja glatt fast Berti eins mitbringen. Nein, wie süß, schaut mal. Gott, sind die süß. Das ist auch wunderschön. Schaut mal, die Gina hat auch sich gerade eins rausgesucht. Das ist auch richtig, richtig schön. Von der Farbkombination mega. Auch da mit den silbernen Schnallen. Ja, schaut auch richtig schön aus. Hier haben sie auch Fresskörbe. Schreibt mir auch gerne mal, ob ihr auch welche am Stall habt, also Pferde habt, die auch solche Fressbremsen oder Fresskörbe drauf haben. Da gibt es ja immer unterschiedliche. Und hier zum Beispiel mit Stoff, hier, das ist aus Plastik. Also schreibt mir das gerne mal. Hier sind wir dann wieder bei dem Zusatzfutter, wie ihr sehen könnt. Also wirklich, da gibt es eine riesen Auswahl an Zusatzfutter. Stallapotheke, wir richten auch gerade unsere Stallapotheke ein. Und da kann man sich dann auch hier ein bisschen ausstatten. Und dann auch Mähnenspray, Shampoos und so findet ihr auch alle hier. Sind wir jetzt halt bei den Putztaschen und ich weiß nicht, ich glaube das vorletzte Video, beziehungsweise das Crema-Video, da habe ich euch auch diese goldene Tasche von Showmaster gezeigt, weil ich die so mega schön finde. Finde ich einfach, ist auch eine Alltagstasche, kann man auch im Alltag anziehen, sage ich jetzt einfach mal. Die da unten auch, diese schwarze, die habe ich auch noch nie gesehen hier, finde ich auch mega schön. Hier so kleinere Putztaschen, wie ihr sehen könnt. Hier sind auch Handyhalterungen, habe ich auch eine und natürlich in meiner Lieblingsfarbe in Pink. Und hier sind dann die ganzen Putzboxen und diese mintfarbene finde ich auch richtig schön. Die erinnert mich jetzt so ein bisschen an meine. Die ist aber, meine ist ein bisschen breiter, glaube ich. Die ist nicht so schmal. Wenn man die aufklappt, schauen wir mal rein. Ist auch mega gut aufgeteilt. Ich glaube, das kann man auch ändern. Ja, das Innere kann man ändern. Und hier sind auch Schlüssel dabei. Aber meine ist ein bisschen größer. Muss ich auch mal wieder aussortieren und putzen, sage ich euch. Die finde ich auch richtig schön, gerade richtig sommerlich. Die Farbe und Farbkombination mit diesem Türkisblau und diesem Koralle finde ich richtig, richtig schön. Hoppala. Auf jeden Fall habt ihr hier auch nochmal so ein kleines Kästchen, wo ihr so kleine Sachen reinmachen könnt. Ja, das ist halt einfach ein bisschen windiger hier alles. Deshalb bin ich einfach ein großer Fan von diesen festen Boxen. Schaut mal, die gibt es hier übrigens auch noch in Silber. Und ja, hier, das könnt ihr auch ändern, glaube ich, oder? Kann man das ändern? Nee, das kann man nicht ändern. Also das ist dann quasi so. Und ich hatte ja schon bereits zwei solche Boxen. Und da sind mir jeweils immer diese Griffe hier kaputt gegangen. Von daher habe ich mich von dieser Variante verabschiedet und habe dann so eine genommen. Was heute richtig cool ist, heute ist echt wenig los. Das heißt, ich kann euch richtig viel zeigen
und werde euch auch noch ganz viel zeigen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich befinde mich jetzt halt gerade in der Deckenabteilung bzw. in der Fliegenschutzabteilung. Hinter mir und vor mir sind die ganzen Fliegenmützen. Die Gina hat auch schon wieder eine Fliegenmütze in der Hand, eine Zebra-Fliegenmütze. Da hängen auch noch ganz viele Zebras und andere Fliegenhauben. Und was auch richtig, richtig süß ist, die Sailor-Kollektion. Schaut mal, hier das Pferd ist in dieser Kollektion eingepackt. Und es schaut sowas von süß aus, finde ich. Aber die finde ich auch richtig schön, ne? Ja, das ist meine, nur echt? In Mint. Like a blink of an eye's not enough. She'd rather be staying for days now. I'd rather fix it than mess up again. She'd rather be burning it all now. I know it will end up in anger. I don't think we grew up, we just became older. Wir sind jetzt halt gerade in der Westernabteilung und jetzt gehe ich gerade zu den Wanderreitsachen, denn im Juli steht ja der erste Wanderritt an und da wollte ich einfach mal nachschauen, was es da so für Sachen gibt und werde dann natürlich die Fauni auch bepacken. Und jetzt halt schauen wir einfach uns mal die Sachen an. Wir sind jetzt halt gerade hier an diesem Stand. Hier gibt es halt lauter Wanderpacktaschen. Hier auch diese kleine Banane oder wie man dazu sagt. Ich glaube, man sagt dazu Banane. Die kann man sich dann hinten am Sattel dran machen. Und hier eben, die hängt man so beidseitig, seht ihr. Da ist so eine Tasche dann und hier auf der anderen Seite ist auch nochmal so eine Tasche. Und die finde ich eigentlich ganz schick. Ich habe aber im Online-Shop habe ich allerdings auch eine andere Farbe gesehen, die mir mehr zusagt. Und hier haben wir, was auch mega praktisch ist. Schaut mal, hier ist so ein, ja, den kann man zusammenklappen. Ein kleiner, klapperer Falteimer, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist eigentlich echt praktisch. Das muss ich mir echt überlegen. Alle, die jetzt Schabracken lieben, ich liebe sie nämlich auch. Hier hängen auch unglaublich viele. Und schaut mal, die Zebra-Kollektion finde ich auch total lustig. Hat der kleine Bert bekommen in Shetty-Größe. Und die Splash-Kollektion, die Farben, beziehungsweise die Farbkombination finde ich auch mega schön. Das ist auch mal was anderes, finde ich. Auch von Felix Bühler. HV Polo hängt hier auch. Oha, die finde ich so wunderschön, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist die Samt-Schabracke von HV Polo und ich finde die so schön, gerade mit der Farbkombination mit dem Weiß und mit den Kordeln hier. Das ist so eine silberne Kordel. Ich finde die Kombination einfach richtig, richtig toppy und irgendwann greife ich hier auch noch zu, sage ich euch. Dann gibt es halt die 130. Schabracke für mich. Hier ist die Tropical-Kollektion. Und da habe ich nämlich eine mega geile Überraschung für euch. Schaut auf jeden Fall mal bei Instagram vorbei. Gibt es bald eine Hammer, Hammer, Hammer Verlosung. Und zwar könnt ihr ein komplettes Set gewinnen. Müsst ihr einfach mal vorbeischauen. Auch meinen Link zu Instagram werde ich euch unten in die Infobox verlinken. Und wie gesagt, schaut da vorbei. Es gibt was mega cooles zu gewinnen. Ich glaube, ich habe euch bei Crema noch keinen einzigen Sattel gezeigt. In meinem Follow Me Around Video, oder? Also ich kann mich nicht erinnern. Hier hängen zum Beispiel auch Kiefersättel und mir war halt nie bewusst, dass man quasi die auch testen kann. Dann kann man sein Pferd zum Beispiel mitnehmen und wir haben ja draußen Sandplatz und dann kann man nämlich hier die Sättel
Probereiten. Wow, ich habe einen schönen entdeckt. Der schaut richtig schön aus. Also vom Aussehen, ne? Weil das sich so absetzt. Das gefällt mir richtig gut. Aber gehen wir mal weiter. Und zwar kommen wir jetzt, hier sind gerade Reithosen, Turnierzubehör, da hinten auch Herrenmode. Und hier sind wir dann bei den Reitsachen für den Menschen. Alles super schön aufgeräumt, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe natürlich, das Crema FMA Video hat dir gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Ich werde dir jetzt hier oben noch ein Video verlinken. Und zwar werde ich dir da mein letztes Video verlinken. Und wenn du Bock hast auf eine Blind-Challenge, also da habe ich mir die Augen verbunden und habe dann die Fauni gesucht, dann werde ich das dir, hoppala, die Kamera wackelt, dann werde ich dir hier unten verlinken. Also schau da gerne mal vorbei. Hinterlass mir auch gerne mal einen Kommentar, wann du zuletzt bei Crema warst. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag wieder. Bis dahin, tschüss!